willkommen zu einer neuen Folge. Jep, ich bin immer noch im Piratenlager und habe jetzt den Piratenstreit ja geschlichtet. Das wisst ihr, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und ich bedanke mich für Einträge, was den Wirt Lou betrifft. Und wahrscheinlich auch noch andere NPCs und Charaktere. Es ist nämlich so, dass ich natürlich nach diesem Lou gesucht habe ohne Ende. Das werde ich natürlich jetzt nicht mehr machen müssen, dank eurer Einträge. Und Alain, danke, dass du auch mir geantwortet hast, mal wieder. Ich werde jetzt erstmal eine Runde handeln und dann gucken wir weiter. Also ich will hier einiges verkaufen. Ich muss hier Zeug loswerden, das geht mir so auf die Ketten. Außerdem ist es unheimlich schwer. Ne? Also bis nachher. 30.408. Das hat sich also ein bisschen gelohnt. Ich habe also nur die Waffen verkauft. Jetzt speichere ich mal ab. Nee, aber als erstes fange ich da oben wieder an, weil ich denke, nach dem Piratenstreit, dass da bestimmt noch ein paar Gesprächsoptionen sind. Machen wir Smitty als erstes. Und sonst, nein, da wird nichts sein. Nathaniel, nein. Henry. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Immer noch lass mich in Ruhe. Ist das tageszeitabhängig? Weil ich hatte doch schon mal gehabt, dass ich... Hey, du. Okay, man muss ihn von hinten ansprechen. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Verstehst du denn was vom Palisadenbau? Nein, eigentlich nicht. Aha. Dann kann ich dich hier nicht gebrauchen. Geh und mach dich anderweitig nützlich. Ach, von mir aus lass dich volllaufen. Aber steh meinen Arbeitern hier nicht im Weg. Ah, hier kann man nochmal... Brauchst du Hilfe? Ach, von mir aus lass dich volllaufen. Ja, okay. Will bei dir trainieren. Ich will bei... Was haben wir denn? Arm, Brust und zwei Hand. Guts. Ich brauche Geschick. Also das will ich nochmal auf jeden Fall ein bisschen auffüllen. Elridge sollte man nochmal nachfragen. Der ist... Wo ist er denn? Nee, der ist beim Sägen bestimmt, weil er muss ja jetzt auch was sägen. Nicht wahr? Aber... Garrett, was ist... Ja, da habe ich jetzt gehandelt. ja. Matt vielleicht was? Hey, wie sieht's aus? Nein, das ist Flavortextgespräch. Lukas auch nicht. Skip, der bringt mich bestimmt nur rüber. Morgan. Hey, du. Er schwebt so mal so rum. Euer Captain vertraut mir. Mal gucken. Euer Captain vertraut mir. So, tut er das? Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ihn ja mal fragen. Nee, schon gut. Ich glaub dir mal. Du bildest Kriegs Leute im Kampf aus? Ja, allerdings nur eine Einhandwaffe. Eine Zweihandwaffe bildet Henry die Leute aus. Das heißt, man kann ich also... Ich will bei dir trainieren. Warum nicht? Wenn dir der Captain vertraut, habe ich nichts dagegen. Also, wie gesagt, ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Wenn du hingegen eine Zweihandwaffe ausgebildet werden willst, solltest du Henry. Dich an Henry wenden. Haben wir eben gemerkt. Ich brauche Training. Jo, wie teuer bist du denn? Ich brauche Training. 15 und 3 LP. Aber Einhand bin ich eigentlich ganz gut mit bedient. Ja, da hinten dürfte Elridge jetzt stehen. Nee, das ist Owen. Hat Owen noch was zu sagen? Nope. Ja, hier ist Elridge. Hey, du. Gucken, was er zu sagen hat. Ich wollte... Irgendjemanden habe ich zu verdanken, dass ich jetzt diesen Mist machen muss. Wenn ich den erwische. Yep. Oder hatten wir den Dialog schon? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal zu Greg oben hoch, ob er was Neues hat. Er hat auch nichts Neues. Gut, dann speichere ich mal ab und dann werde ich eine neue Strategie ausbaldobern. Da gucken wir doch mal hier ins Logbuch. Piratenbeute. Da fehlt nur allerdings nur noch ein Schatz, an den ich nicht rankomme. Da ist irgendwas verschlossen. Das habt ihr ja gesehen in den Folgen. Mächtige Waffe. Da werde ich ja später wahrscheinlich drankommen. Übrigens vielen Dank für den Kommentar, dass das erst später, Kapitel 4, glaube ich, müsste ich überlegen. Aber jedenfalls später zu bekommen ist Piratenrank im Herz eines voller Golems. Genau. Und da habe ich mir gedacht, da gehst du jetzt mal rüber. Und jetzt wird es erst für mich ein bisschen kompliziert, weil wo muss ich denn jetzt hin? Schauen wir mal erstmal nach den Runen. Ja, also die Runen habe ich untersucht. Ich werde dann gleich nachher zum Druiden, was? Zum Killian-Druiden hin druidieren, mich hin begeben, nachdem ich noch bei jemandem was gelernt habe. Nein. Ich kann mir das nicht merken.
Aber wir haben ja natürlich im Logbuch natürlich allgemeine Infos. Händler bei den Piraten, Lehrer bei den Piraten. Ich brauche Brandon, genau richtig. Mann, oh Brandon. Ihn hier brauche ich. Hey, du. Yep, ich will bei dir trainieren. Und zwar ein bisschen mehr Geschick. Ich will bei dir trainieren. Und zwar 5. Oh Gott. Und nochmal 5. Dann bin ich ein bisschen besser. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Aha, okay. Je geschickter du bist, desto besser triffst du dein Ziel. Gucken wir mal gleich, ob ich über... Achso, okay. 98. Dann pass mal auf, dann werden wir doch ganz einfach... Boah, ist das dann teurer oder was? Ich weiß nicht. Ich will bei dir... So, also, plus... Also dann Zähne. Ach, das ist ja übelst. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Ach, Stärke nicht... Okay. Hab mich eben verlesen. Ja, das kann passieren, nicht? Je geschickter du bist, desto... Yep, das kennen wir. Schwuppsdiwupps. Und wir gucken nochmal nach. Jetzt haben wir genau 100 Geschick. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Und noch 27 Lernpunkte. So what? Und so ein bisschen Erfahrung brauchen wir auch noch. Dann kommen wir auf die nächste Stufe. Okay, dann werde ich mal speichern. Und rüber zum... Kilian, denn von da aus sind wir ja gekommen, richtig. Und jetzt geht es wieder zurück zu der Ogerhöhle. Zeig mir deine wahre Untermischung, Verwandlungszauber, ja, das weiß ich. Weiß nicht, ob ich da von ihm noch mehr profitieren könnte und was für mich... Nicht zu holen. Ach, das ist noch der erste Oger, den ich bei der Ankunft gesehen habe, als er mit ihm gekämpft hatte, ja. Mal gucken, wie sieht's denn eigentlich tageszeittechnisch aus? Oh, nehmen wir mal früh schlafen. Und machen wir das mal so. Jetzt muss ich natürlich den Übergang wiederfinden, von wo aus ich gekommen bin, damit ich wieder in die Ogerhöhle gelangen kann. Die aber erst dann wahrscheinlich... ich muss hier runter. Dann wahrscheinlich erst wieder... zum Korineschwenk kommt. Ja, und das werde ich dann überspringen. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Richtung hier. Jetzt stehen wir davor und dann gibt es ja wieder diesen Weltenwechsel. Den versuchen wir dann mal zu kürzen. Ach ja, wer wartet denn da auf mich? Ist das mein Irrlicht? Ja, aber dich brauche ich erst. Was ist denn? Was ist denn? Was hast du denn gefunden? Dunkelpilz. Das ist ja süß, aber... Ah ja, okay, noch mehr Dunkelpilze. Ist ja schön, dass du da wieder da bist. Okay, dann gehen wir mal hier rum. Jetzt sind wir ja hier wieder in der Ogerhöhle. Jipp, das war die. Richtig. Muss ich überlegen, wie komme ich denn jetzt zur Lava-Höhle? Muss ich eben nochmal kurz nach den Runen gucken. Ja, da haben wir's. Also geht's erstmal zum Waldläuferdorf, weil ja da Spencer noch was braucht. Ja, Spencer, der da oben herumspenstert. Nee, ich brauche nämlich das Herz eines Feuergolems, aber vielleicht hat ja Spencer mittlerweile schon was gefunden. Hier hast du den magischen Stab, hier hast du den Schädel und hier hast du den persönlichen Gegenstand. Hier hast du den magischen Stab. Gut. Gebe ich ihm erstmal. Ja, bitteschön. Hier hast du deinen Schädel. Sehr gut. Gib her. Ja, und dann den persönlichen Gegenstand. Hier hast du den persönlichen Gegenstand. Ein Schwert? Na schön, gib es mir. Mhm, speichere ich mal ab, dann erscheint Spencer wieder. Schwupps, da ist er wieder. Hey. Ja, der Totenschädel fehlt ja noch. Und zwar war das die Quest... das Ritual, richtig, und brauche ich nicht weiter nachgucken. Ich brauche nämlich jetzt wirklich nur das Herz eines Feuergolems. Und dann müssen wir zur Lava-Höhle hin. Das wird ein Lavai werden. Und da sehen wir uns dann wieder, weil Geschichte kennen wir ja hier bereits schon, wie das hier aussieht. Auch hier verkürzen wir den Weg, indem wir mal uns zum Fischerdorf teleportieren.
Und irgendwo da oben, da war das. Hey, bist du auch wieder da, der Buddler? Ja, genau, richtig. Da muss ich dann hier oben hoch und dann dürfte ja die Lavahöhle nicht ganz fern liegen. Ich habe ja Rennen, ich brauche ja nicht springen. War das jetzt hier oben hoch, oder? Ja, das ist eine Riesenwelt, Leute. Eine schöne Riesenwelt. Nicht Rissen, sondern Riesenwelt. Ja, irgendwo hier im Gebüsch, da sind wir. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da ganz nach unten kommen. So, das wird übelst. Jetzt sind wir da. Große Frage, was kommt dann? Und dann bauen wir eine Falle, dann ist der Feuergolem dran. Aber wo ist der? Was ist denn da? Ist er das eventuell oder ist das jetzt nur so... Ne, das sind nur Animationen, Feueranimationen. Muss mal gucken, wo der ist. Außerdem wird er wahrscheinlich nicht mitten in der Lava stecken. Da unten ist er. Da unten ist er. So, und wie geht's da runter? Wahrscheinlich wieder nur mit dem Verwandlungsspruch, wa? So. Müsste ich mal gucken, wo ich da ein Fleckchen finde. Aber verwandeln will ich mich nicht. Und außerdem kann ich das nicht mehr. Weil ich habe bestimmt keinen Verwandlungsspruch. Gucke ich aber mal nach, sicherheitshalber mal. Zwar als Blutfliegelchen, aber wenn ich dann... Dann müsste ich da auch wieder hochkommen. Nö. Verwandlung Blutfliege habe ich nicht. Das ist jetzt echt übelst. Vielleicht kann ich hier irgendwie runterschubbern. Weiß ich jetzt nicht, aber das wäre sehr riskant. Nochmal einen Überblick verschaffen. Vielleicht komme ich von da hinten aus runter, aber da werde ich mich dann wieder einschalten. Ich muss erstmal noch ein bisschen hier genauer die Höhle inspizieren. Jetzt bin ich wieder an diesem Ausgangspunkt, wo ich ihn zum ersten Mal entdeckt habe und ich habe wirklich keinen anderen weiteren Zugang gefunden. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo könnte ich mich denn reichlich ungefährlich runterplumpsen lassen. Das ist natürlich eine sehr riskante Sache. Also hier vielleicht eventuell von da aus, hier von dem hier rüberspringen auf den Felsen. Und dann ist er so ein bisschen schräg. Ich probiere es einfach mal. Und so. Okay. Aber bitte. Ja. Wie viele sind es denn? Zwei. Okay, das habe ich erstmal geschafft. Erstmal was essen. So, und bei meinen Einsammlungen sehe ich gerade, ich habe hier Feuer geschnetzelt. Das gibt Stärke Bonus 1 und Lebensenergie. Gut, dann Stärke Bonus nochmal für eine dampfende Fleischsuppe. Und na gut, okay, hätte ich alles nehmen können. Aber dafür habe ich wie viel Stärke jetzt insgesamt? 132, das ist doch schön. Abspeichern. Ich habe Eispfeil als Munition gewählt, einfach nur um zu gucken, ob der Feuergolem oder die Golemis. Na, erstmal. Ach ja. Danke, danke. Anke, hätte ich beinahe gesagt. Nein, ich brauche ja noch eine Golem-Schutzrüstung. Hallo? Hat die denn überhaupt auch Feuer? Nö, Schutz vor Fallschäden, Schlägen und Pfeilen. Aber sicher ist sicher. Ja, jetzt bin ich selber mal gespannt, ob so ein Eispfeil auch irgendwie was bewirkt. Oh. Oh ja. Okay. Hau ab. Mach doch nicht so komische Tonübungen dabei. Ja, nicht ins Lava reinfetzen da. Ich weiß gar nicht, wie viele magische Pfeile ich Eispfeile ich habe. So. Und weglaufen. Kann ich auch nirgendwo hochklettern. Erstmal habe ich mir da noch keinen Überblick gefunden. Mir wird heiß. Mir wird heiß. Na? Wow. Erfahrung 400. Herz eines Feuergolems. Boah, hab mir die Hände verbrannt. Hätte ich beinahe gesagt. Speichere ich mal zwischen. Dann gucke ich doch nochmal in mein Waffenarsenal nach.
Was haben wir denn? Magische Pfeile 20. Was sind denn das? Feuerpfeile. Ja, Feuerpfeile, alles klar. Magischer Bolzen. Pfeilbolzen. Eispfeile noch 7. Geschärfte Pfeile. Naja, dann kann ich den ja da hinten noch mit den... Habe ich jetzt? Ja, den magischen Pfeil. Den habe ich, weil nämlich da vorne etwas magisch leuchtet. Superklasse. Hallo. Mal ein bisschen wegspringen. Gucken, vielleicht kann ich ihn ja irgendwie wieder hier. Nee, das wird nix. Okay, das sieht auch nicht gut aus. Hau ab. Ich muss mich mal wieder mal erfrischen. Aber mit den Eispfeilen reiße ich bei dem hier nichts mehr und die sind eh gleich alle. Aber ich möchte den unbedingt noch haben wegen der XP. Ja, das war's dann. Superklasse. Hier oben brauche ich gar nicht hin. Ach, schaut einmal, guck. Ich glaube, kann der durchs Feuer latschen? Boah, das ist knapp. Der kann bestimmt durchs Feuer latschen, sonst hieß er ja nicht Feuergolem. Richtig, ich habe es mir schon fast gedacht. Mal rüber hier. Okay. Superklasse. Habe ich denn überhaupt hier eine Fluchtmöglichkeit? Sieht nämlich gar nicht danach aus. Aha. Na, ja, der ist immer noch hinter mir her. Ja, ich dachte, ich schaffe das. Versuchen wir mal die Eislanze. Oh! Wieso nicht gleich so? Ja, man muss immer ausprobieren. Okay, jetzt haben wir schon mal die zwei Herzen der... Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich habe doch einen... Und den richtigen Speicherstand habe ich auch genommen, das weiß ich. Jetzt ist wieder da einer. Okay, wie viel Mana habe ich noch? Nicht mehr viel, dann fülle ich jetzt mal eben meinen Mana auf. Also, ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können. Okay, aber dafür habe ich sehr viele Eislanzen. Da brauche ich ja nur 2 Stück. Guck. Kaputt, Nick. Okay. Aber kann ich mal eben gucken, wie viele Herzen von Feuergolis ich habe. Guck ich mal eben. Okay, dann habe ich wohl den falschen Speicherstand, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt kommt die große Frage, wie komme ich hier wieder raus? Ich kann mich natürlich wieder zurück teleportieren, aber trotzdem will ich noch mal ein bisschen untersuchen, was es hier noch so alles gibt. Ob man da irgendwie noch so lustig irgendwo hinkommt, da kommt man nirgendwo mehr hin. Ich glaube, das wird auch hier nicht mehr der Fall sein, dass ich mich dann gleich wieder zurück teleportiere. Zu dem Spenzerchen. Das war ja das Waldläufer-Teil. Reicht mein Mana überhaupt noch dafür aus? Ja, das reicht dafür aus. Sehr schön. Ja, Spenzerchen, jetzt kannst du dein Ritual vervollkommnen. Hey! Hier hast du dein Feuergolem-Herz. Hier hast du dein Feuergolem-Herz. Na bitte, war doch gar nicht so schwer. Nö. Jetzt hast du alles, was du brauchst. Hast du jetzt alles, was du brauchst? Ja, ich habe jetzt alles, was ich für das Ritual benötige. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde jetzt den Geist anrufen und hören, was er uns zu sagen hat. Dann oh Gott, dann ruf ihn mal an. Ich muss mal eben zwischenspeichern. Ich habe nicht geschnitten, aber egal. Dafür werde ich das im Schnitt selber machen. Also Spencer, wo gehst du denn hin? Wir sind jetzt alle gespannt, wo Spencer hingeht, um den Geist heranzurufen. Mal schauen, wie er das macht. Das macht er bestimmt irgendwie mit den Ingredienzien und Sachen, die ich ihm gebracht habe. Aber von wo aus? Hm? So, Spencer. Ja, schön. Tolle Effekte, Spencer. Wo ist dein Geist? Ist bestimmt nochmal? Ich warte nochmal ab. Oder war es das schon? Ah, okay. Er
guckt mich die ganze Zeit dabei an. Ah, ich spreche ihn mal an, vielleicht ist er. Sag mal, wie lange dauert das hier noch? Mein Reden. Sag mal, wie lange dauert das hier noch? Ich bin gerade damit fertig geworden. Es hat etwas länger gedauert, da sich der Geist gesträubt hat, mir zu gehorchen. Da ist ne. Nun aber ist er da. Frage ihn sogleich nach dem Schatz. Wird er mir denn auch die Wahrheit sagen? Ja, da ihn die Macht des Rituals hierzu zwingt. Warte aber nicht zu lange. Der Geist wird nur kurz da sein und bald wieder verschwinden, da der Zauber nicht lange anhält. Oh Gott. Ja, dann wollen wir ihn doch mal fragen, den Herrn Geist. Wo ist er denn, der Geist? Den habe ich doch... Da ist er. Captain Raubeins Geist. Endlich sehe ich dich mal, Herr Raubein. Jo. Bist du der Geist von Kapitän Raubein? Ja, der bin ich. Wer weckt mich aus 100-jährigem Schlaf? Suchen den Schatz, den du hier im Sumpf... Aha. Wir suchen den Schatz, den du hier im Sumpf vergraben hast. Wo ist er? Mein Schatz? Ja, er befindet sich nicht weit von hier. Ich habe ihn in einer Höhle im Sumpf vergraben, ganz in der Nähe. Alles, was ich auf meiner letzten Kaperfahrt erbeutet habe. Okay, hast du noch mehr? Hast du noch mehr Schätze vergraben? Vibriert so hier. Ja, einen weiteren meiner Schätze habe ich ebenfalls in einer Höhle vergraben, die an der südwestlichen Küste von Varant liegt. Am anderen Ende dieser Küste befindet sich das Fischerdorf Batar. Doch die Höhle ist groß und wird von untoten Piraten bewacht. Und dort hast du den Hauptanteil deines Schatzes versteckt? Nein. Dieser befindet sich in einem Tempel auf den südlichen Inseln. Die Karte hierzu findet man... Den findet man was? Findet man am Ende, oder was? Ja, Piratenbeute. Ich habe Captain Jenk. Ja, das ist das. Das Ritual. Wenn so kommt, den Geist aber nicht. Ich kann nun den Geist fragen, wo er seine Schätze versteckt hat. So, gibt's ein neues? Ein böser Geist. Der Druide Kiel. Oh, Moment, der Kühlsumpf. Das war ja noch da irgendwie was. Der böse Geist hat sie so gut versteckt. Ja, das ist was anderes, oder? Der Admiral, das war's. Das war die Quest. Unglaublich. Vor mir steht der Geist von Captain Raubein. Raubeins Geist verriet uns, wo er seinen Schatz im Sumpf vergraben hat. In der Nähe soll eine kleine Höhle geben, wo sich der Schatz befinden soll. Ich sollte jetzt sogleich mit Spencer hier rüber redden. Oder redden, weil dann brauchen wir gar nicht lange drüber redden. Dann gehen wir mal wieder hier zum Spencer. Warte mal. Was? Er ist weg. Der hat sich jetzt... verdünnisiert. Jetzt wissen wir, wo der Schatz zu finden ist. Ja, die Höhle ist leicht zu finden. Machen wir uns also auf den Weg. Folge mir. Ach du Shit. Nee, das will ich alleine machen. Mal speichern. Na gut, okay. Ich gucke aber noch mal hier. Schatzsuche im Sumpf. So, der Geist von Captain Raul mitgeteilt ist eigentlich... Was? Ja, okay. Folgen wir dem Spencer mal weiter. Okay, das sind jetzt 23 ungefähr, 23, 24 Minuten. Jetzt Bruttospielzeit, aber ich muss gar nichts Großartiges wegschneiden. Wo gehst denn du hin? Das kann ja so nicht dein Ernst sein. Soll ich da jetzt mit runterfetzen oder was? Springt er da auch noch runter? Okay. Und wartet da. Okay. Die Stelle kenne ich noch gar nicht. Ah, ich hab mich doch... Hätte mich doch nicht umziehen sollen. Das ist ja wohl nicht zu fassen. So, und dann weiß ich ja, dass mir dieser eine Prügel da so gut geholfen hat. Das war der hier. Speichere mich mal sicherheitshalber nochmal ab. So, der Spencer macht also hat mit bösen Mächten zu tun. Nein. Weil die ihn nicht angreifen. Wo ist er denn jetzt hin? Naja, einer weniger. Ist ja auch nicht schlimm. Das sind viel. Und wie viel stehen da jetzt? 1, 2, 3.
4, oh Gott. Noch 5 Golems. Yep. Okay, der ist hin. Jetzt gleich weiter. Es ist jetzt nicht schlimm, dass der eine da weg ist. Hauptsache, wir müssen die hier mal ein bisschen auseinander dividieren. Ja, genau, richtig. Abstand wahren. Also, ich brauche einen Crit. Dieser Spencer, der macht nichts. Der macht überhaupt nichts, macht der Spense. Der hilft mir nicht. Der hat diese Sumpfgolems bestimmt herbeibeschworen. Das könnte ich schwören. So. Ach so. Ja, gut, dass es die Pilze gibt. Okay. Oh, da ist noch einer. Oh, hau den Golem mal auf den Polem. Okay, ich habe noch nie so viel einstecken müssen. Noch nicht. So. Alles klar, Rico. Gut. War es das jetzt? Sieht so aus. Los, Spencer. So. Hier, wo ich stehe, müsste der Schatz vergraben sein. Ja, da ist ein Kreuz. Gut. Dann werde ich ihn mal ausbuddeln. Nein, nein. Ja, aber beeil dich. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Okay, dann werde ich mich erstmal wieder umziehen und dann den Schatz ausgraben. Und Spencer im Auge behalten. Ich weiß ja nicht, was er vorhat. Ach, Moment, 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 Moment. Ja. Hey. Moment, nein, nein, nein. Ich will das Kreuz haben. Ich möchte das Kreuz so schon ganz gerne ausgegraben haben. Gucken, was das für ein Schatz ist. Ich weiß ja, ich kann dem Spencer irgendwie nicht trauen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das Amulett, das ich suche, ist dabei. Gib es mir. Den Rest kannst du behalten. Na schön, hier hast du es. Endlich ist es in meinem Besitz. Was? Okay, erstmal anhalten. Macht er was? Nee, er macht nichts. Gut, dann werden wir mal gucken, was wir hier haben. Silberne Schale, großer Lederbeutel, goldener Kelch, Amulett der Priester. Da ist es doch, oder war das ein anderes Amulett? Okay. Ja, und wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bin gespannt, was passiert. Obwohl, ich weiß es eigentlich schon. Tschüss.